Live-Band dann, wenn wir dann so Musik haben. Ja, aber ja, auch immer ist es auch da. Ja, hallo liebe FC Stammtisch-Talk-Freunde. Wir sind heute auf Tour. Der Konrad, der quasi hinten an der Kamera steht, und ich, der vor der Kamera steht. Und wir begleiten hier den Franz Krämer Cup. Wir gucken uns das einfach mal hier in Meschen nicht an. Mal gucken, wie wir da so vor die Linse kriegen. Also, komm mal mit, wir gucken mal. Ja, hallo liebe FC-Freunde, also hier haben wir den Lukas, ein ganz Bekannter für uns, und wir haben uns letzte Woche in Mannheim getroffen, ne? Und jetzt heute hier in Meschede. Hast du die Spiele? Ja, ja, bei der Karnevalsgesellschaft Köln-Nord. Das klingt sehr erfolgreich. Das klingt sehr erfolgreich, wir wurden Siebter. Siebter, ja, kann man machen, ne? Wie der FC in Lausanne. Auf jeden Fall, ja. Bist du zufrieden mit dem, was passiert ist jetzt heute am Turnier? Hat Spaß gemacht? Auf jeden Fall, war cool, war zwar sehr, sehr warm, ja. Es war schon grenzwertig teilweise, aber hat Spaß gemacht. Ich glaube, siebter Platz heißt jetzt, ihr konntet früher dann auch mit dem Getränketraining anfangen. Auf jeden Fall, das haben wir natürlich auch während dem Spiel schon ein bisschen gemacht, ne? Aber nee. War cool, hat Spaß gemacht, schönes Abendprogramm. Wir stellen ja schon viel auf die Beine hier. Gehen wir mal gucken. Ja, auf jeden Fall. Bis gleich. Ciao. Ja, hallo zusammen. Wir sind hier gerade vom FC Stammtisch Talk live on Tour. Nämlich wir sind hier gerade unterwegs beim 10. Franz Krämer Cup mitten in Meschernich. Und ich habe einen guten alten Bekannten des 1. FC Kölns hier mitgebracht. Das ist Herr Erich Rutemöller. Ja. Und ich freue mich, dass ihr heute hier sind. Ja, gern. Ich bin zweite Mal hier. Ich war letztes Mal hier, da ging es auch noch um, wann Mucki Wann hat gerechnet von mir. Vor ein paar Jahren. Das ist schon was länger. Da war seine ja. Frau hier. Ja. Die Söhne haben teilweise, glaube ich, sogar mitgespielt. Also das habe ich noch in Erinnerung. Und jetzt bin ich zum zweiten Mal hier, obwohl ich gehört habe, Litti kommt. Ja, hat sich auch angekündigt. Wir sind gleich auch mal gespannt. Ja, wir wollen ihn auch mal vor die Kamera kriegen. Da muss man dabei sein, weil es immer schön, ihn zu treffen. Letztes Mal haben wir uns gesehen, hat er mit dem FC in Wolfsburg. Ja, okay. Wie geht's Ihnen? Danke, mir geht's sehr gut. Ich bin froh, dass wir so halbwegs die Corona-Zeit überstanden haben. Die hat viel kaputt gemacht, das brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Die hat auch bei mir so persönlich einiges bewirkt, dass man sich, ja, wo man sich nicht mehr so austauschen konnte wie früher, sich so eingeschränkt fühlte. Das kommt hoffentlich jetzt ganz wieder zurück, auch wenn man wieder Angst haben muss. Es kommen wieder Wellen und so weiter. Aber nee, ich fühle mich insgesamt sehr wohl und bin vor allem auch froh, dass ich ein bisschen für den FC bin. Sehr schön, sehr schön. Ja, haben Sie ja auch 2019 quasi die Entscheidung getroffen, zum FC als Berater des Vorstandes zu kommen. Und ja, da haben Sie sich das wahrscheinlich auch ein bisschen anders vorgestellt, zumindest was das Thema Pandemie angeht. Und jetzt dürfen wir wieder starten. Oh ja, diese Geisterspiele, ich konnte da ja nicht mehr. Ja. Also ist es tatsächlich so, dass man sich da auch ein bisschen vom Fußball ja nicht unbedingt entfernt hat, aber dass so die Emotionen, das ist ja beim 1. FC Köln ja wirklich so der Fall, das ist ein emotionaler Verein, und dann geht man ins leere Stadion, es fehlen 50.000 Fans, und vielleicht hätte man den einen oder anderen Punkt eher geholt, um nicht in die Relegation zu gehen, was auch immer, das damals, ist alles Glaskugeln. Wir wissen ja alle, was die Köln, was Zuschauer bewirken können, und speziell in Köln, das sind wir uns ja alle einig, und das hat man ja auch jetzt gesehen, als die Zuschauer wieder da waren. Nur ein interessanter Fakt für mich ist, dass es immer hieß, oh, die Zuschauer sind nicht mehr erlaubt. Was wird sein, wenn die wieder, kommen die wieder zurück, bleiben die weg, werden die fußballmüde oder und. Und das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Wenn man sieht, was jetzt für eine Euphorie war, wieder nach der Corona-Zeit, siehe Eintracht Frankfurt, siehe die Abstiegs- und Relegationsspiele, siehe auch die europäischen Endspiele und so. Also da hat der Fußball auch nichts verloren. Selbst das Thema Conference League hat die Kölner ja sowas von angefixt, wo man gesagt hat, naja, okay, früher hatte man diesen UEFA-Cup gehabt, das war komplett uninteressant in den 90ern, jetzt sogar die Conference League. Ist man auch mal gespannt, wo die Reise hingeht, aber wenn man sich das in einem Jahr mal anschaut, unabhängig jetzt noch von der Corona-Pandemie, Relegation, aus der Relegation heraus, 34 Spieltage später, Platz 7. Das ist ein sensationelles Ergebnis. Ja? Also, mehr also, kann man dazu eigentlich nicht sagen. Das ist schon ein kleines Fußballwunder. Also, das kann man sicherlich hauptsächlich am Trainer festmachen, aber das ist irgendwie auch ein Ruck auch von Zuschauern her und so durch den Verein gegangen. Das ist sensationell. Ne? Ja. Also diese Entwicklung, die konnte keiner erwarten. Dann wir erinnern uns noch an die Relegationsspiele gegen Kiel. Nach der 0-1 Kiel zu Hause haben wir da alle gedacht, wir sind verrückt. Das war es. Aber ja, viele ja, wirklich, ne? Wirklich, aber das war dann eine richtige Erlösung. Aber jetzt setzt der Verein ja auch auf Konstanz, zumindest auf der Mitgliederrat. Vor einigen Wochen ist ja tatsächlich
gesagt, auch dass die drei, die jetzt quasi amtierend Vorstand sind, dass sie auch weitermachen sollen. Ist das für Sie so für die Arbeit auch ein Zeichen der Kontinuität, wo Sie sagen, das geht einen richtigen Weg, nicht nur, weil Sie jetzt Berater des Vorstandes sind, sondern weil Sie Konzepte erkennen und sagen, das hat Hand und Fuß für die nächsten Jahre. Ja, das ist das richtige Wort. Konstanz. Ja, das ist, das geht nicht. Du kannst jetzt nicht dauernd wieder neu wechseln. Das fängt schon in der Trainerfrage an und hört beim Vorstand auf. Und dann dauernd die Hemden zu wechseln. Und das ist ganz wichtig, dass wir dann eine gewisse Konstanz, eine Beruhigung, eine Entwicklung da vollziehen, durchmachen. Das ist für mich das A und O, dass man weitergehen kann. Ein bisschen zu früh für eine Prognose für die kommende Saison. Einige Transfers sind ja schon quasi abgewickelt. Gestern haben wir mal mit Christian Köhler kurz gesprochen. Der ist natürlich jetzt, wenn man zu Gast reinkommt, alle weg, aber der ist da. Denn das ist sein Hauptjob jetzt. Der ist on the phone boss. Der ist unglaublich fleißig. Unglaublich fleißig. Der ist von morgens bis abends da. Und ist alles in guten Händen. Nicht nur Thomas Gessler und weiter. Von daher habe ich da ein ganz gutes Gefühl. Natürlich wissen wir alle, wir können keine fertigen Spieler holen. Der Christian Keller hat gut gesagt, hat er nochmal gesagt, Qualität, Potenzial. Qualität können wir uns so noch nicht unbedingt holen. Sonst, ne? Aber Potenzial können wir uns holen. Ne? Und dann braucht man natürlich auch den Blick. Und wen wird er haben, wen wird er auch, sicherlich die anderen beteiligten Personen, wenn die behilflich sein, die richtigen Spieler mit Potenzial zu holen. Ich finde diesen Vergleich Qualität, Potenzial sehr gut. Und ich glaube, das sieht ja auch bei den bisherigen Einkäufen so aus, dass wir da Potenzial geholt haben und wie das jetzt, wie sich entwickeln, Entwicklungspotenzial, da muss man sehen. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns ja mal bei einem FC-Stammtisch. Wir sehen uns bestimmt mal. Gerne wieder. Sehr vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Gutemann. FC ist immer ein schönes Thema. Alles ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen lieben Dank. Bis bald. Bis bald. Dankeschön. Ja, hallo zusammen, liebe FC Stammtisch Talk Freunde on Tour. Wir sind immer noch hier in Meschenich beim Franz Krämer Cup und neben mir ist nichts Geringeres als unser Fußball-Weltmeister vom 1. FC Köln, ehemaliger Spieler Pierre Littbarski. Litti, schön, dass du hier bist. Ja, zurück zu den Wurzeln, ne? Back to the roots, ne? Yeah. Ja, wir hatten gerade eben noch ein bisschen gequatscht und ich bin mal so frei. Hier ist mal so ein Foto von 1989, wo ich mit dem Litti zusammen am Geisbockheim ein bisschen trainiert habe. Er ist im Fußball treu geblieben, bei mir ist es nicht so, ich bin jetzt hier quasi. Wer ist leichter zu erkennen? Ein bisschen grauer geworden. Ein bisschen grauer, ne? Aber dir geht's gut. Aber auch gewachsen noch, Herr Junge. Ja, ich bin nicht jetzt, so sehr. Jetzt mal so ein bisschen wie bei mir, ja. Wie bei mir, genau. Also, wir halten es noch mal kurz rein, damit man sieht, okay, das ist der Unterschied. Jetzt ein paar Jahre sind vergangen. Ja. Aber dir geht's gut. Mir geht's gut und ich finde ja das immer, also, ich finde ja so eine Veranstaltung auch. Die gehören einfach zum Fußball dazu. Du siehst, wie verrückt die sind, hast du Flitzer dabei, hast auch ein paar wirklich gute Fußballer dabei. Und das macht Fußball halt aus, dass Samstag oder Sonntag sich treffen und dann feiern bis zum Ende. Also erst auf dem Spielfeld und dann hinterher. Ja, gleich ist dann auch Siegerehrung und wenn die vorbei ist, denke ich mal, werden die Jungs und Mädels dann auch mal den ein oder andere Kölsch vernichten und das auch mal sich gut gehen lassen. Ich glaube, das gehört dazu. Ich denke auch. Also gerade hat man sich auch verdient. Ich sag mal, so zwei Jahre hat halt nichts stattfinden können. Ja. Jetzt ist endlich mal wieder was los. Das Ehrenamt darf wieder aktiv sein. Der Michael Kilbinger hier von Köln United hat ja gerade eben noch gesagt, es hat 10 Jahre gedauert, also ziehen wir die zweimal ab, sind es eigentlich 8. Ja, aber das stimmt wirklich. Ja? Ich war 8-mal im Urlaub, immer, weil der, ich sag, legt er das Turnier mal anders. Der legte das immer, wenn bei uns die Saison zu Ende war und ich dann nach Japan geflogen bin. Also das heißt, wenn wir jetzt einen Stammtisch-Talk mal machen in Brauerstüsser, müssen wir terminieren, so dass es dann passt, dass du sagst, da geht's, da können wir auf jeden Fall. Nein, nicht gut, beim Stammtisch können wir ja mal vielleicht eine Ausnahme machen. Also mal gucken. Sehr schön. So, wir warten aktiv bist du aber für den VfL Wolfsburg. Ich bin seit 12 Jahren schon beim VfL Wolfsburg. Das hing natürlich auch damit zusammen, erstmal, dass mir das Spaß gemacht hat. Und dann, dass mein Sohn auch da, der bis zur U19 da gewesen ist. Und ja, jetzt hat er es bis nach Fürth geschafft und ist jetzt Profifußballer. Also, ja, schöne Sache. Tolle Karriere.
Ja, das sind quasi Fußstapfen vom Papa und ja gut, das prägt ja auch, denke ich mal. Ja, und der Papa ist natürlich stolz und dann ist natürlich schön, das weiterzuführen. Ich bin selber als kleiner Stepper, habe ich von irgendwas geträumt, Stepper zu werden und jetzt kann er das auch durchleben. Schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, es kommt ja direkt bald zur Begegnung Köln gegen Wolfsburg. Ich glaube, am 4.5. Spieltag ist sogar schon so weit. Sieht man dich dann auch im Stadion, wenn du nach Köln kommst? Oder ist das so eine Sache? Ich bin nur bei Heimspielen da. Ja? Also mich setzen sie nur bei Heimspielen ein. Wahrscheinlich zu gefährlich, weil dann habe ich auf einmal vielleicht eine FC-Fahne in der Hand oder so. Da schlagen dann wirklich zwei Herzen in deiner Brust, weil ich doch natürlich über die 15 Jahre, glaube ich, gespielt beim FC. Da hängt natürlich auch das Herz rein. Ja, verstehe, verstehe. Ja, und diese Schirmherrschaft ist eine ganz tolle Sache. Also ich finde das großartig, dass du das machst. Und vielen Dank für deine Zeit. Wir schauen mal, dass wir uns mal auf den Stammtisch terminieren. Und dann sehen wir uns live im Brauhaus Stüsser. Harren wir der Dinge, die da kommen. Alles klar, dann warte ich auf die neuen Fotos dann. Da kümmere ich mich drum. Alles klar. Danke sehr. Okay. Wir machen hier weiter und wünschen euch ganz viel Spaß. Bis gleich. Ja, hallo liebe Stammtischfreunde, ich habe hier keinen geringeren als unseren Stadionsprecher Michael Trippel hier. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, Michael. Ja, gerne. Franz Krämer Cup. Ja, ich bin als FC-Vertreter hier. Wir haben den Pierrot Baski, der ja auch gerade da ist. Sehr schön, ihn mal wieder zu sehen. Nach all den Jahren, schade, dass er nicht in Köln geblieben ist. Er ist ja in Wolfsburg tätig seit vielen, vielen Jahren. Ne? Aber ihn einfach mal zu sehen, er war ja bis 91 in Köln. Und ist dann gegangen. Ich habe ihn auch erlebt als Spieler sowieso und auch als Fanbeauftragter beim FC. Ja, von daher haben wir noch so ein paar kleine Geschichten, die wir erzählen können. Bisschen Nostalgie. Ja, aber sonst ist natürlich, sind viele Jahre vergangen. Ist wirklich so. Ne? Also er hat uns gerade eben verraten, 12 Jahre schon in Wolfsburg. Ja, das ist natürlich schon eine massive Zeit. Ja. Sein Sohn spielt jetzt auch im Profifußball bei Greuther Fürth. Also so schließt sich dann so der Kreis. Ach ja, habe ich noch gerne mitgekriegt. Ja, das oder auch als Litbarski, oder? Tatsächlich, ja, tatsächlich. Müssen wir mal ein bisschen gucken, wie die Trikots sich entwickeln. Auch so und die Beine sind auch so. Müssen wir mal wirklich recherchieren, das wäre mal eine Aufgabe. Ja. Wie geht's dir? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich bin sehr zufrieden. Also mit der Saison ja sowieso, da müssen wir nicht drüber sprechen. Mehr als wir überhaupt erwarten konnten. Also war toll, auch die Art und Weise, wie sie einfach spielen. Das macht riesen Spaß. Ne? Und gerade auch als Stadionsprecher bist du ja auch darauf angewiesen, wie die Mannschaft spielt, ob sie erfolgreich ist. Ja, und dann haben wir den 7. Platz erreicht und dann gucken wir mal, was auf uns zukommt. Das ist ein sensationelles Ergebnis, wenn wir überlegen. Also wir hatten das gerade eben auch schon thematisiert, aus der Relegation auf den 7. Platz zu kommen. Die Perspektive jetzt, ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie wir starten. Ja, schwer, aufhören, du musst ja gegen Schalke, dann hast du zwei schwere Auswärtsspiele in Frankfurt, in Leipzig, also erst in Leipzig, dann in Frankfurt. Es wäre also gut, wenn wir schon mal gleich mit dem Sieg starten. Das wäre schon ganz gut, ne? Und dann die anderen 6 Punkte dann auch reinholen. Ja. Wenn du einmal loslegst, dann richtig. Ja, man gewöhnt sich schnell dran. Ach Gott, ja. Sehr schön. Ja, aber ich sag mal so, auch für dich war das jetzt auch sehr zwei spannende Jahre, ne, durch die Corona-Pandemie. Also das war ja eine absolute Katastrophe, eine ohne Zuschauer. Ich war ja da als Stadionsprecher. Wir haben das eigentlich mehr wegen der Spieler gemacht, um denen so ein bisschen Normalität zu geben. Mit Mannschaftsaufstellung, mit Begrüßung, mit Torschützendurchsagen, mit Wechseln. Aber das Allerschlimmste war eigentlich nach dem Spiel. Du bist ja dann noch ein bisschen aufgeregt, angeregt von dem Spiel nach 90 Minuten. Das waren ja auch viele Spiele nicht so schön, dann auch vom Ergebnis nicht. Und normalerweise gehst du dann danach, um runterzukommen, gehst in den VIP-Bereich und trinkst ein, zwei oder auch drei Kölsch und unterhältst dich mit den Leuten, kommst so ein bisschen runter und da war ja nichts. Es gab keinen VIP-Bereich, es gab keinen Zuschauer. Das Spiel ist aus, du sagst nochmal kurz Tschüss. Dann gehst in dein Auto, es ist kein Verkehr, bis 20 Minuten nach Spielende bist du zu Hause und weißt überhaupt nicht, was los ist. Eine absolute Leere, die sich da breit macht. Furchtbar, möchte ich nicht nochmal haben. Ne? Ja, toll, toll, toll. Ja. Wir können froh sein, dass es jetzt wieder anders ist. Und dass wir auch hier sind, dass wir hier den Cup hier mit begleiten. Dass die Fanclubs ihre Turniere durchführen können. Ne? Oder auch wieder Zeit. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nochmal so einen kompletten Lockdown haben. Ich glaube nicht, dass man das den Menschen nochmal zuholt. Wird schwierig zu vermitteln, denke ich auch. Ne? Ja. Vor allem gerade jetzt auch bei diesem Wetter, bei dieser Atmosphäre jetzt hinzugehen, zu sagen, jetzt nicht mehr. Die Leute haben so viel verzichten müssen in den letzten 2 Jahre. Wir auch, deswegen sind wir froh, dass der Stammtisch wieder starten darf. Und wir haben auch gesprochen mit Michael, er wird uns auch mal besuchen. Wir sind mal sehr gespannt. Ich bin ja alter Stammtischgast und einer der ersten gewesen damals. Sensationell. Und deswegen dürfen wir auch mal im Namen vom Ralf grüßen, den haben wir letzte Woche getroffen. Ja, ja. Und gesagt, Grüße wenn wir zurück. Michael sehen,
machen wir jetzt. Sag mal, hat er abgenommen ohne Ende oder was? Das wäre jetzt die Frage. Hat, ne? Weil ich hätte ihn fast nicht wiedererkannt, vom Gesicht auch total schmal. Und ich hoffe, es geht ihm gut. Ne? Es geht ihm sehr, ja, sehr, sehr gut. Sehr gut. Wir haben uns schön unterhalten. Ja, gut. Michael. Sehr schön. Vielen Dank. Nicht zu danken. Wir gehen jetzt mal kurz zur Siegerehrung und schauen mal, was hier los ist. Bis dann. Viel Spaß noch. Danke.